Piste, wie konnte ich die denn übersehen? Das ist ein Teleporter. Ich bin noch nicht mal richtig da gewesen. Alarm? Ha, hat er mir allerdings bloß geblufft, der Eli, hä? Jetzt hab ich schon gedacht, bei Alarm geht die Mission kaputt. Ach so. Der Alarm wurde deaktiviert. Dann schau ich mal, dass ich jetzt nicht mehr auf so ein Alarmdings draufsteig, hä? So. Keycard. Der Ossi-Writer. Naja, fehlt ein S. Ranzig die Sumpfratte. Okay. Ranzig die Sumpfratte. grüne Keycard, genau. Ui, das war zu unerwartet. Hat jetzt schon wieder Alarm ausgelöst. Irgendwer ist es. Das ist ja irgendwo ein Laser. Wer ist denn das? So. Wer löst da ständig Alarm aus? Welcher Bock? Hm. Ja. Lass mich das überspringen. Du löst sicherlich keinen Alarm aus. Du bist bestimmt nett. Ne, sicherlich nicht mehr. Ist das hier ein Schloss irgendwie? Das Gebäude der versteckten Eingänge. So, drei Computer. Wahrscheinlich sind nicht kein einziger von denen. Okay. Okay. Ja. Dann geht jetzt vermutlich die Tür auf. Ei. Cool, dass hier so ein Ding steht. Nee. Fällt nicht. Stirb. Fällt mir auch nicht. Deine Nase passt mir nicht. Ich hab gesehen, dass da vorne eine Kamera war. Vorhin. Bisschen vor. Okay, da nicht. Ja, Moral hin und her, sie sollen einfach alle sterben. Jetzt schon wieder ein Alarm angeschaltet. Welcher Hund? Ist schon wieder irgendein Zivilist. Was ist da dieser doofe Laser? Reinrollen. Geht das nicht? Hi. Schon wieder so ein Stromteil. Okay, aber von der Waffe geht die Munition extrem schnell zur Neige. Zugeben. Hm.
gehen wir halt mal hier oben lang. Ich metzel den, aber ernsthaft, ich metzel den ihre halbe Belegschaft weg. Die kriegen nicht mit, dass ich da bin. Diese super mega Undercover-Mission. Ah, mal das Speichern. Grüß Gott, ich bin von der GEZ und ich möchte hier Gebühren eintreiben. Ich habe vergessen, 2,99 € fürs Radio zu zahlen. Ja, wie jetzt? Sehe ich mal gar nicht ein. So. Oh, jetzt. Ich könnte mich da zwar aufladen, aber dann müsste ich mich noch weiter bewegen. Ja. Was ist denn diese doofe Kamera? Hallo? Widersetzt du dich deiner Hinrichtung? So. Hihi. Super. Muss ich jetzt wohl hier lang? Okay, ich komme auf jeden Fall noch nicht rein, wenn überhaupt. Ah, Kiste. In der nichts Sinnvolles drin ist. Nicht mal irgendwas überhaupt. Komm. Ja, Sauerei. Es dreht sich nimmer oder was? Ah, das ist die Kamera. Blaue Keycard. Habe ich die aufgesammelt? Nein. Wenigstens kein Alarm. Und die habe ich. Wahrscheinlich jetzt wieder durch die Gegend teleportieren. Bräuchte ich eine grüne Keycard, die hier nirgends rumliegt. Die ich aber habe. Haha. Senator Spectre. Ah, 724. Geheime Konferenzraum. 724, alles klar. Für den geheimen Raum. Den ich wahrscheinlich hier finden werde. Jetzt hören wir das Gespräch ab. Vorsitzenden Dragon, dem Oberbösen. Guten Abend, Senatoren. Die Dinge entwickeln sich wesentlich schneller, als ich dachte. Das Offensivpotenzial der Überwachungsplattform wird wie geplant immer hoch sein. Stellen Sie sich vor, in ein paar Tagen wird sie voll funktionstüchtig sein. Aber bevor wir sie einweihen, hätte ich gern eine Liste aller Städte in Ihren Distrikten, die offen mit dem Widerstand sympathisieren. Da den Menschen das Schicksal von Petra sicher noch im Gedächtnis ist, bin ich sicher, dass alle schnell kapitulieren werden. Ich halte mein Versprechen. Wer mich bei diesem Unternehmen unterstützt, wird reich belohnt werden. Außerdem darf sich jeder von Ihnen einen Feind aussuchen, den er vernichtet haben will. Ihr Wunsch wird dann auf der Stelle erfüllt. Und während die Welt den Atem anhält und die Städte beobachtet, die auf der Liste stehen, lasse ich Ihre Rivalen diskret und ganz ohne Aufsehen eliminieren, wenn sie ihre Häuser verlassen. Unsere neu entwickelte Überwachungsplattform wird uns nicht nur die fortwährende Unterstützung der Wählerschaft sichern, sondern auch in den nächsten Jahren unsere rechtmäßige Stellung in der neuen Ordnung festigen. Die Welt wird sich immer daran erinnern, dass Sie die Visionäre waren, die den Weg zu ewigem Frieden und wirtschaftlicher Stabilität ermöglichten.
Ich danke Ihnen, weil Sie mir helfen, unsere Einwohner glücklich zu machen. Dragon aus. Sehr schön. Bibliop. Jawohl. Jetzt wird's Zeit abzuhauen. Teleportleitung zum Einschloss-Teleporter abgesichert. Das gefällt mir nicht. Es ist irgendwie zu ruhig. Es ist nicht ein Schnüffler auf dem Netz zu finden. Es ist besser, sie teleportieren sofort. Zauberer aus. Tja. Da wird noch was passieren. Speicher ich auch mal kurz. Die Vision war jetzt erstaunlich kurz, muss ich zugeben. Neun, acht, acht, alles klar. Nein, sieben. So. Aber jetzt eigentlich die blaue Keycard schon? Ich denke nicht, ich muss aber zum Teleporter zurück, zu irgendeinem hoffen. Ich bin, glaube ich, von dem hier gekommen, ne? Deshalb mittlerweile aus. Ui, was ist denn das? Hab ich gar nicht gesehen. Ha. Wenn hier irgendjemand eine blaue Keycard sieht, dann soll er ja schreien. ich sehe nix. Ich könnte mir jetzt natürlich noch einen kleinen, feinen Streich hier erlauben. Und, ach, das geht gar nicht. Scheiße, ich brauche die blaue Keycard tatsächlich. Die wird wahrscheinlich hier hoffentlich liegen. Ja, da ist er auch. Oh ja, es drohen nämlich Überraschungen. Aber damit meine ich nicht den. Das wäre ja zu simpel. Nicht rennen. Nicht rennen. Ach. Darf auch nicht kurz danach rennen, das ist voll unfair. Das ist mir jetzt gerade wurscht. Aber die kann ich wenigstens nehmen hier. Ich drücke die falschen Tasten. So. Ja, alle sterben mal. So, noch eine Energiezelle nehmen. Also Energiezellen gibt es ja echt wie blöd. Ist dann da mehr. Ich habe jetzt nicht mehr sehr viel Angst vor. Ist das nicht irgendwie der Anfang oder sowas? Wahrscheinlich brauche ich jetzt die gelbe Keycard. Oh ne, ist auch rein. Ich wette, das ist das Ende. Mission abgeschlossen. Ach, dann kommt die Überraschung anscheinend noch gar nicht. Ach doch, das ist die Überraschung. Captain, ich bin froh, dass Sie wieder hier sind. Während Sie auf Ihrer letzten Mission waren und wir so wenig Leute hatten, entschied der Colonel, einen Einsatz zu übernehmen, um Cordova eine Pause zu verschaffen. Sergeant Brooks kam inzwischen zurück, aber wir haben leider keine Rückholübertragung vom Colonel erhalten. Reeves hält natürlich ständig Ausschau nach Illys Biosignal. Aber wir müssen mit dem Verlust des Kommandanten rechnen, Sir. Ich kontaktierte die Zentrale. Sie haben mir das Kommando übertragen, bis die Untersuchung abgeschlossen ist. Wir werden bald herausgefunden haben, was genau vorgefallen ist. Tja. Der Eli ist nicht mehr da.
Gut, erstmal vom Maxis kurz anschauen, was der zu sagen hat. Falls er was zu sagen hat. Wir haben momentan keine Nachrichten. Und beim nächsten Mal holen wir uns dann von unserer neuen Chefin den Auftrag ab. Aber jetzt erstmal Nachrichten. Durch einen Angriff, den keiner erwartet hatte, ist es den Truppen der Rebellen gelungen, die Stadt Kiew der Konsortiumarmee abzuringen. Der blutige Kampf dauerte etwa 7 Stunden. Der Senat reagierte sofort, indem er die Resolution verabschiedete, unsere Militärausgaben um eine weitere Summe zu erhöhen, um mit der Gefahr, die vom Widerstand ausgeht, endgültig fertig zu werden. Du bist wieder dran, Josh. Die Brooks, die war mit unserem Colonel auf einer Mission. Was hatten die jetzt dazu zu sagen für den Verlust? Zu dem Verlust? Was ist? Wollen Sie mir Vorwürfe machen? Es gab nichts, was ich hätte tun können. Es ging alles so schnell. Wir wurden gleich nach unserer Ankunft angegriffen. Wir warfen uns auf den Boden, weil uns die feindlichen Kugeln um die Ohren pfiffen. Verdammt, die hatten auf uns gewartet, klar? Tja, diese Schweine hätten kein netteres Empfangskomitee bilden können, wenn wir uns schriftlich angekündigt hätten. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen gemacht. Oh, Captain, schön, Sie wiederzusehen. Kommen Sie. Hey, ich habe was Nettes für Sie. Ein paar hübsche Spielsachen für Erwachsene. Entschuldigen Sie bitte. Im Ernst, ich habe ein paar wunderbare Sachen für Sie dabei. Nur beste Qualität, glauben Sie mir. Ich laufe mir die Füße wund, weil es für mich das Wichtigste ist, dass Sie zufrieden sind. Die anderen sind alle nicht so wichtig. Ich habe die beste Ware weit und breit. Ich kann jeden Kunden glücklich machen. Sehen Sie sich um. Nur keine Angst, Sir. Ich glaube kaum, dass er jetzt was Neues, Relevantes hat. Also wenn, dann möchte ich mir ja das Teil kaufen, aber das kann ich mir leider noch nicht leisten. Ja, vielleicht mal irgendwann. Ja, das war's jetzt, glaube ich, schon im Großen und Ganzen. Ja. Na, meine Zunge kann mir vielleicht das Ding hier leisten. Ja, von denen hier. Ich hab schon 20. Ja, dann natürlich nicht. Na gut, das war's. Ich hab was gegen Zeitverschwendung, Captain. Wenn Sie nichts kaufen wollen, muss ich Sie bitten zu gehen. Ich hab noch andere Kunden, die bedient werden wollen. Sehen Sie die Schlange? Also was ist jetzt? Sind Sie interessiert oder nicht? Ich dachte, die waren alle gar nicht interessant. Jetzt gerade eben noch. Heuchler. Ja, aber bei uns geht's jetzt das nächste Mal weiter. Gefühlt war die Mission jetzt natürlich wesentlich kürzer wie die anderen, aber was soll's? Mission ist Mission, ne? Also, bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Ade.